sind zwei Stück, einmal Fahrerseite, Beifahrerseite, wie man kennt, immer schön, ne? So sieht das mal aus, kann ich mal anschauen. Ja, so. So, das ist das R8 V10 Steuergerät. Davon hat das Ding zwei Stück. So, jetzt bin ich wieder am Start. Und jetzt habe ich mir gerade 12 Volt besorgt. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Steuergeräte und welche andere Auto hat das auch noch? Haben wir alles schon durch, 458 und Ford Focus ST 225 PSler und der 305 PSler RS hat das auch, übrigens auch ein MD9. Und das S5 auch, mal so nebenbei. Fällt mir gerade so ein, so vom Kopf her. So, also genau, stehen geblieben waren wir, wie wir das Ding jetzt verkabeln. Also, bei dem Ding ist es ganz einfach, MD9, wie gesagt, sehr, sehr einfach, weil wir einfach nur oben die Probe haben, die draufgesetzt wird. 12 Volt geht in unser CMD rein, angeschlossen an meinen Laptop ist es per USB, soll ich gerade sagen UBD, per USB, ist das so easy. Das heißt, wir brauchen also kein externes 12 Volt, teilweise brauchst du externes 12 Volt, teilweise musst du dann hier noch bei anderen Steuergeräten noch hier nochmal 12 Volt drauflegen und verkabeln und das hat aber andere Gründe warum, ja, weil wir da Zündung vorgaukeln müssen und. So, jetzt mache ich mal ein Programm auf, so, und wir müssen hier jetzt das Steuergerät quasi nicht auswählen. Ja, normalerweise, wenn wir jetzt Boot machen, ja, Boot 3 Core zum Beispiel, M5, M4, alle 63er B-Turbos, Mercedes und, da müssen wir Steuergerät auswählen. Ja, okay, hier, was weiß ich, MED17 und. Hier machen wir ein WDM, das heißt also, wir nehmen ein Single-File-Read. So. Jetzt hatte ich ja gerade schon erklärt, ja, wie das funktioniert, legen wir die Probe hier drauf. Also wir müssen kurz gucken. Das war Beifahrerseite. Also haben wir hier natürlich die Fahrerseite. Ich bin total OCD. OCD ist was? Keine Ahnung, ist egal. Auf jeden Fall, ich muss immer alles doppelt und dreifach kontrollieren. So, jetzt müsste hier der Kopf draufgelegt werden. Das ist so eine kleine Fummelarbeit. So, Kopf ist drauf. Mal gucken kurz. Beifahrerseite, das ist die Fahrerseite. So, alles ready. Und jetzt schmeißen wir 12 Volt an. Okay, kein 12 Volt da. Warum nicht? Ah! Jetzt aber, ach, jetzt sehen wir es. 11,9 Volt haben wir. So, jetzt haben wir die Probe draufgesetzt. Und müssen jetzt einfach erstmal 12 Volt hier anklicken, also an. Okay. Erster Status. Ready. Perfekt. Also, wenn er ready sagt, heißt das, dass die Probe vernünftig und perfekt genauso drauf sitzt, wie sie sein sollte. Da muss nichts gelötet werden, da muss sonst nichts gemacht werden, die Probe kommt einfach so drauf. Ja? Bei anderen Steuergeräten ist es ein bisschen komplizierter, das zeige ich euch nächstes Mal, glaube ich mal, weil viele danach fragen. Da setzen viele Leute Lötpunkte beim Boot und RST, also Boot für Boot, RST für Reset, weil die ein bisschen schissig sind, wenn die nur die Nadel oben drauf setzen. Wenn die nämlich beim Schreiben verwackelt, dann kann das Probleme geben. So, ich bin nicht so der Fan von Löten, ich mache das sehr ungern in Steuergeräten löten. Die Zeiten von EEPROM-Löten von früher sind eh schon vorbei, aber viele Leute setzen immer noch Lötpunkte, ich mache das also nicht. So, egal, weiter geht's. Also, Steuergerät ist vernünftig, Probe ist drauf, Steuergerät wurde erkannt, identifiziert. Und jetzt sagen wir Read ECU. So. Jetzt öffnet er, speichern wir als. Warte mal kurz, muss ich direkt mal ein USB hernehmen. So. So, jetzt speichern wir erstmal als Audi R8 V. 10, das war die, und ich mache mal Englisch, Driver's Side. Side. So, und jetzt sagen wir Safe. Jetzt liest er. So, genau, jetzt lesen wir das Steuergerät. Jetzt müssen wir das Ganze zweimal machen. Das heißt, einmal mit dem und einmal, was hier liegt. Sobald das dann gelesen wurde, ja, habe ich den Datensatz, die Datensätze, öffne es mal im OLS und mach dann die Software dafür. Oder mach die Software für, klingt so bescheuert, ne? Änder die Kennfelder ab, so wie ich das für richtig halte und was ich richtig halte, so wie ich es rausgefahren habe und getestet habe. Und dann wird mit der gleichen Prozedur quasi die Software wieder aufgespielt, ja, auf die Steuergeräte. Also genau gleich verkabelt alles.
Und dann wird es wieder aufgespielt, Steuergeräte werden zugemacht. Ja? Wir machen natürlich den ganzen alten Silikon und so alles komplett einmal weg. Schön sauber machen, also nicht hier drüber wischen, ne, aber hier das ganze Silikon weg. Und dann neues Silikon drauf, zumachen, ab ins Auto, starten und dann kann auch schon, dann kann es auch schon losgehen. So, ich melde mich auf jeden Fall gleich immer wieder, wenn wir im Auto sind. Und dann hoffe ich, diese kleine Erklärung, ach, der erste Steuergerät ist fertig. Moment. Jetzt heißt es, ich mache mal kurz nächste Steuergerät rein in der Zwischenzeit, ja, dann können wir nämlich Zeit sparen. Ich werde langsam alt so ein bisschen, ja. Ich sehe ja noch so ein schwieriger. So, das sollte passen. So, hat auch gepasst. Jetzt wieder fünfte Mal Check. Das ist immer ganz wichtig, Fahrerseite und Beifahrerseite darf man nicht vertauschen, ja. Passenger Side. So. So, ist fertig, nein, so, jetzt ist das schon mal soweit gut und jetzt kann das mal zur Seite hier, jetzt liebe Leute, habe ich zu tun, und dann melde ich mich später nochmal wieder, sobald wir im Auto sind, wie gesagt, was soll ich sagen? Ne, ich wollte mich wiederholen und sagen, 95 total scheiße, weil da kannst du nicht viel machen mit dem Ding, aber wird auf jeden Fall bemerkbar sein, wir werden auf jeden Fall mehr Leistung erzielen. So, wie gesagt, ich hoffe, diese Story hat euch so ein bisschen gefallen, und weil viele danach gefragt haben, und schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr das geil fandet jetzt gerade, wirklich, und mehr davon sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, und dann mache ich das vielleicht mit anderen Steuergeräten auch nochmal ein bisschen. Dann könnt ihr so ein bisschen Einblick verschaffen, auch wie bei zum Beispiel bei dem M5, F10 und M6 Steuergeräten, ja? Und viele Leute sagen, nee, kriegst du nicht auf, musst du bohren und. Nein, natürlich mache ich die auf. Das habe ich auch bei Facebook letztes Mal gepostet. Da mache ich vielleicht demnächst mal ein Video drüber, dass das auch vernünftig geht. So, ich melde mich gleich mal wieder. So, alles klar. Also, Steuergeräte habt ihr gerade gesehen, wie das funktioniert mit dem Programmieren, beziehungsweise nicht mit dem Programmieren. Ja, eigentlich schon mit dem Programmieren, dem Lesen und Schreiben. Abgesehen ist ammontierte Stoßstange ist noch nicht dran, weil wir noch die Rückleuchten wechseln müssen. Eine Rückleuchte war kaputt und der Kunde bringt uns neue dafür. Und deswegen ist die Schulstange nicht dran. Aber ich habe gedacht, im besten Trick schon mal kann das Auto schon mal fertig gemacht werden von meiner Seite aus. Dann brauchte ich noch einen Prüfstand die ganze Zeit. So, wie gesagt, wir haben jetzt getunt auf 95 Oktan. Normalerweise würde ich mit so einer Stufe 2 und Abgasanlage um die 610, 615, 20, je nach Sprit, je nach Auto, würde ich damit jetzt erzielen wollen. Ja, und erzielen auch. Hier. Ich bin gespannt, was da rausging. Wie gesagt, alles ist gegen uns. Es ist scheiße heiß, Sprit ist auch scheiße. So, das wissen wir jetzt mittlerweile. 95 Oktan, können wir nicht viel machen. Ich bin wirklich gespannt. Ne? Also wir haben 475 PS gemessen. Serie war schon scheiße, klar. Ich bin wirklich gespannt. Wir müssen mal schauen, was wir da rauskriegen. Und ja, genug gelabert, wir messen. Wegzieht, ja, wie gesagt, wegen dem Sprit und bei der Hitze. Wir haben jetzt erreicht 560 PS und
523 Newtonmeter bin ich völlig mit zufrieden, mehr geht nicht. Also meiner Meinung nach. Bei der Hitze mit dem Sprit geht nicht mehr. Wir werden jetzt gleich noch zwei oder weitere Messer machen, um zu gucken, wie konstant das bleibt. Der Kunde wird zufrieden sein, wir haben 90 PS mehr. Man muss wirklich sagen, beim R8 und bei den Gallardos trägt auch die Abgasanlage sehr viel dazu bei, weil wenn wir die Engine verwechseln, da sind noch mal zwei Cuts drin. Ja? Das heißt, die Cuts fallen weg. Gerade wenn man schlechten Sprit fährt, wie der Rotzsprit, der hier drin ist, kommt es schon oft vor, dass die Cuts wirklich so ein bisschen verstopfen, vergabbeln, weißt du? So. Und wenn man da schon die Abgasanlage wechselt, das macht schon viel aus. Ich denke mal, die Abgasanlage alleine jetzt, ja, ohne die beiden sekundären Cuts und ein bisschen freiläufiger, allein die Abgasanlage hat bestimmt schon 30 PS gemacht jetzt. Ja, also gehe ich schwer von aus. Von daher 560 PS, 520 Newtonmeter bin ich sehr zufrieden mit. Wenn wir jetzt auf 98 Oktan auf 102 Oktan fahren würden, wenn es nicht so heiß wäre, wäre ich damit nicht zufrieden, weil so viel müsste ja fast schon Serie machen. So viel dazu. Ich habe gesagt, es hat euch gefallen. R8 machen wir doch schon wirklich sehr viele. Und ich würde sagen, subscribe, liken, teilen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. From the penis.